Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4 Hunde und Katzen, die Cat Lady Challenge. So, wir spielen jetzt noch ein bisschen mit Mr. Mao, mit dem Laserpointer. Ja, komm, ein bisschen musst du noch spielen, damit du den Spaß hochbekommst. Ich werde das auch mal eben ein bisschen schneller machen. Oh, Mr. Mao müsste sich mal waschen, ne? Also putzen. So, und dann gehen wir hier nämlich erstmal schlafen. Was ist hier passiert? Okay, wir wischen das erstmal auf. Und da bist du krank. Mr. Mao ist krank! Ach du meine Güte, ja, okay, dann müssen wir aber erstmal, ich habe gar keine Nachricht gekriegt deswegen, oder? Nö. Aber Mr. Mao scheint krank zu sein. Oh nein, Lisa! Lisa, hör auf! Nicht kratzen! Lisa, aus. Aus. So. Okay, wir werden jetzt erstmal schlafen gehen, denn wir brauchen ein bisschen Schlaf. Und Mr. Mao, ich weiß gar nicht, wo er gerade ist. Mr. Mao schläft gerade. Ja, so ziemlich. Oh je, der hat irgendwas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sabber, Schmutz. Motten anscheinend. Ach du meine Güte. Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Sonst werden noch mehr Tiere krank. So, okay, wir müssen mit Mr. Mao zur Tierklinik. Oh ja, wir müssen ganz schnell zur Tierklinik. Er läuft aus. Er läuft aus. Es tropft. Es tropft. Schnell zur Tierklinik. Die anderen sind hoffentlich gesund, ne? Gott sei Dank. Okay, die anderen sind, glaube ich, gesund. Oh, was ist los, Mr. Mao? Ich bin krank, bring mich zur Tierklinik. Okay, mache ich, Mr. Mao. Hoffentlich wird das nicht so teuer, aber wir haben ja genug Geld im Moment. Ach du meine Güte. Schnell zur Tierklinik. Solange wie wir noch keine eigene haben, müssen wir ihn noch zur Tierklinik bringen. Und das ist ziemlich teuer. Alles selbst regeln. Da ist es wieder passiert. Mr. Mao ist krank geworden. Ach du meine Güte. Hoffentlich hat er nichts Schlimmes. Bitte, bitte, Sie müssen meine Katze retten. Hey, er ist wieder gesund. Nein, doch nicht. Er ist ein Stinker. So. Mr. Mao zur Behandlung anmelden. Alles klar, werde ich machen. Blau ist immer noch krank. So, auf Tierarzt warten. Alles klar, solange wir warten, setzen wir uns da mal hin. So. Mit Justin plaudern. Ja, warum nicht, ne? Solange wir hier auf den Tierarzt warten. Was, sie will nach Hause gehen? Nein! Nein, 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 du bleibst jetzt hier. Du musst auf den Tierarzt warten, meine Liebe. Schnapp dir einen Snack, hier gibt's keinen. Hast du Pech? Ja, dann musst du warten, bis wir zu Hause sind. Also so geht's ja nicht. Na, hast du vielleicht irgendwas? Nö. Okay, wie lange kann das denn schon dauern hier? Hm? Es sind auch ganz tolle Ärzte hier. Also die kriegen das ja wohl hin, sich darum zu kümmern. Und ich weiß, du hast Hunger. Aber hier gibt es leider nichts zu essen. Ach, guck mal, hier gibt es auch Vögel. Ja, jetzt ist erstmal blau dran, ne? Aber mal gucken. Ich glaube, Patient Lilly hat dasselbe wie Mr. Mao. So, wir gucken uns erstmal hier das Bild an. Oh ja, schönes Bild. Mhm. Wir könnten auch hier Fische kaufen. Obwohl, nee, das muss ich ja dann selbst bezahlen. Ich kaufe doch keine Fische für die Klinik. Hey, du da! Clara, könntest du mal bitte hier arbeiten? Ach du meine Güte. Wow, was ist denn hier los? Armer Mr. Mao. Ich frage ihn nochmal, was los ist. Wie, schon fertig?
Der hat doch Blau überhaupt nicht untersucht, oder? Mr. Maus ist krank und sollte vielleicht zum Tierarzt. Ja, ich weiß, wir sind ja schon beim Tierarzt. Wir warten ja darauf, dass wir endlich drankommen. Okay. Oh, mit Patrick plaudern. Ne, okay, wir kommen immer noch nicht dran. Heute dauert das aber. Über Probleme beschweren. Wir beschweren uns bei der Katze darüber, dass das hier so lange dauert anscheinend. Okay, Blau scheint wieder gesund zu sein. Wann bin ich denn dran? Boah, der Hund ist ziemlich aggressiv hier. Sind wir jetzt bald mal dran? Komm, meiner Katze geht's nicht gut. Bitte. Bin ich jetzt dran? Oh, ich bin endlich dran. Oh, Gott sei Dank. So, Tier untersuchen lassen. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich komm auch mit. Ich gehe hinterher, ich setze mich dahin, ich gucke zu, ich beobachte. Ich beobachte alles. Aber bitte, bitte kümmern Sie sich um meinen Mr. Mau. Armer Mr. Mau. Die will schon wieder nach Hause gehen. Nein, wir gehen doch nicht nach Hause. Wir müssen uns um Mr. Mau kümmern. Er ist doch krank. Armer Mr. Mau. So. Zuschauen. Wie sie da sitzt. Ziemlich zufrieden. Nee, doch nicht. Ja, sie sagt gerade, Mr. Mau stinkt wie eine Mülltonne. Na, mal gucken, was die Ärztin herausfindet. Ich bin sehr gespannt. Es wird bestimmt sehr teuer. So wie bei Malu. Aber diesmal haben wir das Geld dafür. So, okay, die Diagnose für Mr. Mau lautet leichte Repugnitis. Welche Behandlungsoption bevorzugst du? Basisbehandlung, teure Behandlung, scheue keine Unkosten und heile dein Tier mit der besten Medizin. Behandlung ablehnen. Soll dein Tier da allein durch? Wenn der Tierarzt keine Behandlung durchführt, bleibt dein Tier krank. Nein, wir nehmen hier natürlich das hier. Dann ist er aber wenigstens sofort wieder gesund und kann niemanden mehr anstecken. Und er hat keine Halskrause. Oh. No, Gesicht lecken lassen. Okay. Wir sind fertig. Du kannst jetzt aufhören zuzugucken. So, wir haben viel Geld bezahlt dafür, dass unser Kater wieder gesund ist. Aber das ist es uns natürlich wert. So, und jetzt können wir nach Hause gehen. Natürlich mit Mr. Mau. Den nehmen wir natürlich mit. Lass uns schnell nach Hause gehen. Komm, du wolltest nach Hause gehen. Mr. Mau braucht auch ein Katzenklo, von daher sollten wir wirklich mal nach Hause gehen jetzt. Ach Mensch, so viel Aufregung in einem Part. Eieiei. So, obwohl es ist ja noch nicht so viel passiert, ne? Außer dass Mr. Mau halt krank war, wir jetzt viel Geld ausgegeben haben. Tja. Da könnte man glatt sagen, wie gewonnen, so zerronnen, ne? Ich meine, ist ja wirklich so. So, Mr. Mau, wir sind wieder zu Hause. Wuhu, jetzt können wir uns erstmal hier was zu essen nehmen. Reste nehmen. Da nehmen wir uns jetzt erstmal. Trink das nicht! Snowball, du darfst das nicht trinken. Ah, ich glaube, das müssen wir ganz schnell aufwischen. Und dann brauchen wir neues Zeug, was wir verkaufen können. Aber hier wächst und gedeiht ja zum Glück alles. Wir können auch hier wieder weiterentwickeln. Das ist sehr, sehr gut. Je besser das entwickelt ist, desto besser wird es nachher. Außerdem müssen wir dann noch bewässern und gegen Käfer einsprühen müssen wir auch noch. Und ja, mehr nicht. Okay, sie hat sich gar nichts zum Essen genommen, ne? Ja gut, dann kümmern wir uns halt erstmal um den Garten. Kein Problem. So. Wo ist jetzt dein Problem hier wieder? Irgendwas konnte sie nicht weiterentwickeln. Ich weiß nur noch nicht genau, was. Das hier vielleicht. Nee, doch, sie macht es. Okay.
Ich hoffe, das hier kann sich auch noch weiterentwickeln. Also den Baum. Ja, das macht sie wieder nicht. Ich weiß auch nicht, was hier manchmal los ist, dass sie das macht und manchmal nicht macht. Naja, dann werden wir noch eben gegen Käfer einsprühen und dann alles ernten und bewässern. Ernten, alles ernten müssen wir auch. Und dann können wir das nämlich schön verkaufen. So, hier sind leider immer noch keine Früchte dran beim Birnenbaum und beim Kirschbaum. So, dann müssen wir hier endlich noch aufwischen und Reste nehmen, damit wir was zu essen kriegen. Yay! Und Mr. Mau ist wieder gesund. Na, Gott sei Dank. Ich bin ja echt froh, dass die Katzen nicht alle gleichzeitig krank werden. Ey, stellt euch mal vor, die würden alle gleichzeitig krank werden. Ach du meine Güte, ey, das könnten wir überhaupt nicht bezahlen. Dann würden alle Katzen mit Halskrause rumrennen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir machen hier weiter. Wir machen mal schnell weiter, sonst dauert das ewig, bis wir hier fertig sind. Das wollen wir natürlich nicht. Genau, noch schnell alles ernten. Yay, wir haben es geschafft. Und jetzt hat sie ein Problem, weil sie mal wieder vergessen hat, wo die Tür ist. Was ist los mit dir? Die Tür ist hier vorne. So. Ich weiß immer noch nicht, was hier nicht stimmt mit der Tür. Ich glaube, ich stelle jetzt die doofe Staffelei nach draußen. Und das Ding stelle ich irgendwie hier so hin. Und vielleicht kommen wir ja dann endlich durch die Tür. Ich verstehe einfach nicht, was mit der Tür los ist. Sie kommt da immer nicht durch. Und das passiert immer und immer wieder. Ich verstehe es nicht. Da ist doch überhaupt nichts. Ach Mensch, das mit der Tür, das nervt schon so ein bisschen, ne? Dass sie dann halt immer wieder, sie kommt dann raus, aber sie kommt nicht mehr rein. Am liebsten würde ich da einfach ein Stück Wand wegnehmen mittlerweile. Echt einfach die Wand wegpacken. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal eine neue Tür kaufen muss. So, kommen wir jetzt wieder rein. Dankeschön. Ach, meine Güte. Jedes Mal darf ich eine neue Tür kaufen. Das ist ja toll. Eieieiei. Ich glaube, das Problem habe auch nur ich. Kann das sein? Ich glaube, sonst hat keiner das Problem, dass die Tür nicht funktioniert. Und ich hier jedes Mal eine neue Tür kaufen darf. Und keiner weiß, woran das liegt mit der Tür. Aber naja. So, wir müssen neues Geld sammeln. Moment, ich könnte ja jetzt hier endlich mal ein bisschen was verkaufen. Ich glaube, wir brauchen auch nicht so viel Katzenminze. Wir kriegen da ja immer wieder was nach. Deswegen kann ich das jetzt auch mal ruhig verkaufen hier. Na, guckt mal. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Yep, verkaufen. Sehr schön. Das hier können wir auch noch verkaufen. Perfekt. Immerhin 4883 haben wir schon wieder. Wenn ich jetzt noch ein paar Federn sammeln würde, dann hätten wir noch mehr Geld wahrscheinlich. Aber wir lassen jetzt Emma erstmal essen und dann geht's ins Bettchen. Ich glaube, das war dann echt schon wieder genug Aufregung für Emma. Ja, wir können dann noch versuchen, ein paar schöne Bilder zu machen. Vielleicht haben wir ja ein paar schöne Motive hier so in der Nähe, die wir malen könnten. Irgendwas können wir hier bestimmt malen. Sei es das oder sonst was. Also, da lässt sich bestimmt irgendwas machen. Müssen wir mal gucken. Können wir ein bisschen nach Vorlage malen. Warum denn auch nicht, ne? So, bist du bald mal fertig mit deinem Essen hier? Das kann doch nicht so lange dauern. So, und dann kannst du nämlich schlafen gehen direkt. Es wird Zeit. Sie braucht unbedingt ein bisschen Schlaf. Und dann wollen wir mal hoffen, dass niemand krank wird. Mensch, wo hat sich Mr. Mau da bloß angesteckt? Das weiß niemand. Oder es lag an dem verdorbenen Futter, dass er dadurch dann tatsächlich krank geworden ist.
Weil er hat's gefressen und auf einmal war er krank. Aber jetzt geht's ihm ja wieder gut. Na Gott sei Dank. So, wir sind schon wieder wach und keiner weiß wieso. Ich werde sie nochmal schlafen legen. Ach so, deswegen sind wir wahrscheinlich aufgewacht, weil sie zur Toilette muss. Na, ich lege sie trotzdem nochmal schlafen. Und da ist sie wieder wach. Na, dann mal schnell zur Toilette mit dir und dann werden wir auch mal hier diesen Klospeicher leeren. Es wird mir zwar im Grunde nicht wirklich sichtbar etwas angezeigt, dass ich das machen müsste, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Es kann ja nicht schaden. So. Ansonsten geht es unseren Katzen ja ganz gut. Mal abgesehen davon, dass es jetzt dunkel ist, ne? Wir malen mal ein Bild nach Vorlage dann. Haben wir sonst nichts zu tun. Also ich sehe da keinen Unterschied, wenn ich das mache oder ob ich es nicht mache. Naja, wie dem auch sei, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt ein Bild malen können, ein schönes. Lasst uns doch mal schauen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo den Mond. Nö, gibt es nicht. Wir malen den Baum. Wir malen unser Haus ohne Dach. Okay, wir malen einfach das hier. So, das wird jetzt gemalt. Vielleicht gibt es ja ein bisschen Geld. Und dann machen wir einfach wieder das Klassische. Die klassischen Gemälde machen wir dann wieder. Warum denn auch nicht, ne? So, und sobald es wieder hell ist, werden wir dann natürlich wieder auf Federnjagd gehen. Denn erstens fehlt uns noch eine Feder. Zweitens bringt uns das gut Geld, wenn wir diese Federn sammeln und verkaufen. Und ja, wir brauchen ja Geld. Hier kann ich noch eine Pflanze weiterentwickeln, sehe ich gerade. Mal eben gucken. Dich hier kann ich weiterentwickeln. Alles klar. Jeden könnten wir auch noch mal machen und noch mal bewässern. Machen wir dann auch noch. Aber erstmal wird natürlich hier das Bild zu Ende gemalt. Ach, ein wunderschönes Bild wird das. Es wird ein wunderschönes Bild. Und da schreien sie wieder alle, die Katzen. So, wie viel bringt mir das denn? 241. Naja, besser als nix, würde ich mal meinen. Dann kümmern wir uns noch hier eben um die Pflanzen. Und dann muss ich mich ein bisschen um die Katzen kümmern. So. Malu, was ist mit dir? Soll ich dich mal bürsten? Moment, Tierpflege. Dich kann ich gar nicht bürsten. Okay, dann bürste ich dich halt nicht. Wen muss ich denn dann bürsten? Hier, dich kann ich bürsten. Dich kann ich auch bürsten. Wir versuchen einfach mal alle Katzen zu bürsten. Genau. Aber Malu muss ich doch eigentlich auch bürsten können. Da. Natürlich kann ich sie bürsten. Du wirst auch gebürstet. Werden alle gebürstet hier. Hoffentlich klappt das auch. Dass auch wirklich alle Katzen gebürstet werden. Ich meine, ich blicke zwar dann sowieso nicht mehr durch, wen ich jetzt gleich gebürstet habe und wen nicht, aber. Hey, ich habe es immerhin versucht. Mr. Mau habe ich da noch nicht gebürstet, glaube ich. Ich glaube, Snowball wurde jetzt gebürstet. Oder wird noch gebürstet? Nee, wurde schon gebürstet. Genau. Lisa wird gebürstet. Lilly wurde gebürstet. Snowball wurde gebürstet. Fina müsste noch gebürstet werden. Okay, Fina habe ich auch schon in der Liste. Dann fehlt ja wirklich nur noch Mr. Mau, glaube ich. So, Malu wird noch gebürstet. Dann wird unsere Bürgermeisterkatze gebürstet. Dann Fina und dann noch Mr. Mau. Und dann haben wir sie alle gebürstet. Und meine Lieben, ich werde an dieser Stelle dann mal noch einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!